Hallo Leute, Dartzeit105 hier mit Let's Play Super Mario 64, The Green Stars. Ja, schaut ganz gut aus. Wir machen hier weiter bei anscheinend irgendwas mit Lava. Molten Magma Galaxy, Burn the Big Bully Again. Ah ja, die Welt war eigentlich auch ganz cool. Zumindest die Anfangsmissionen sind noch relativ einfach und machbar. Und Bullies mag ja eh immer... Au. Bullies mag ja prinzipiell eh immer jeder, deswegen ist es kein Problem. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Ich glaube, das geht hier hoch. Ja, man kann dann auch runterfallen. Eigentlich hatte ich gesagt, es geht hier hoch. So, ja... Ja, Mario, hör auf! Nein! Weil jetzt kommt erst der Big Bully. Wenn man die Kleinen getötet hat. Nein, und tot. Shit. Okay. Ja. Ich schieb die Schuld auf die Kamera. Das ist am einfachsten. ja. So, wo sind wir hier überhaupt? Hier. Danke. So. Nochmal probieren. Das ist doof, weil das schon ein bisschen verschärft wurde, dadurch, dass da oben ein bisschen was mit Feuer ist. Aber es ist eigentlich trotzdem noch relativ einfach und machbar. Halt, gerade abspringen, bitte. Ich sagte, gerade abspringen. Goomba, geh weg. Mit dir will jetzt niemand spielen. Oh. Oh, Mann. Ja, 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 ist schon gut. Es ist immer schön, wenn man noch nicht mal oben ist und man kriegt gleich mal wieder was reingedrückt hier. Das macht immer besonders viel Freude. Na, Bulli. Komm. Geh sterben. Danke. Big Bulli. Na? Was machst du heute noch so? Ich hol mir einen Stern. So. Here we go. Burn the Big Bully again. Mit dabei. The Red Hotten... Was? Was für Ding? The Red Hot Hidden Boxes. What? What? Are you kidding me? Ja, das wusste ich. Hier gibt es irgendwo eine Kanone. Soweit ist klar. Allerdings... What? Oh, Feuersäulen. Na! Unten reingebackt. Sehr schön. Hidden Boxes. Wo waren Hidden Boxes? Oder war das hier vielleicht? Ich weiß, dass es hier noch reingeht. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, das ist sogar der hier, oder? Oh ja. Das dürfte er sein. Nein! Box ist kaputt gemacht. Halt, Mario, halt! Nochmal probieren. Jetzt mache ich schon wieder den gleichen Kack. Meine Güte. Na gut, okay. An Lavafall hingekommen, auch kein Problem. Kann passieren. Ups. Oh man. Aber das ist schon der. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es der ist. So, hier rein. Hier rein und hier rein und hier rein. Und hier rein. Hego, hego, hego. Blablo. So. Also rote Münzen werden hier, glaube ich, relativ interessant. Da müssen wir auch hier nochmal rein. Und das war schon mal wieder sehr gut. Hier drüben auch eine rote Münze. Für
Was zum Teufel war, war das da drüben nochmal? Hm. Na gut. Ich stelle am besten keine Fragen mehr. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Nein! Oh! Da war man fast oben. Oh Mann! Was soll der Mist? Jetzt ehrlich. Na klar, na klar, na klar, na klar. Alles klar. Blöder Bulli. Ja. Aber sicher doch. So. What? Man darf da echt nicht zu weit kommen, sonst tot. Tot und tot und tot. Sagte er und ging trotzdem weiter. Sehr gut. So, falls das jetzt wieder nicht klappt, probiere ich erst noch einen anderen Stern. Mir fallen da schon noch ein paar ein, die man noch machen kann. Und die vielleicht etwas ein bisschen einfacher sind zumindest. What? Halt, Mario, halt, 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 halt. Nicht so ein Mist machen, das bringt nichts. So. Danke. Okay. Here we go. Ja, das ist der sogar. Red Hot Hidden Boxes. Hahaha. Lustig. Sizzling Red Coins. Blah. Na gut. Mag mal wieder keiner, aber okay. Müssen wir halt dann mitnehmen. Das war auch knapp. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, für was war eigentlich hier die Kanone da? Bin mir gerade unschlüssig. Aber wahrscheinlich war sie für irgendeinen Stern da. Normalerweise ist das meistens so. So, Münzenring. So, mit denen kann ich hier eh nichts anfangen. Deswegen ignorieren wir die Bullies. So, ich versuche jetzt... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte sagen, ich versuche jetzt trotzdem mal hier hochzukommen. Das war ganz gut. Oh, das war gut. Das war gut. Okay. Ach ja, hier ging es auch noch. Ah ja. Ja. Alles klar. So, Münzen mitnehmen. So. Schauen wir mal, wo kommen die blauen Münzen hin. Ah ja. Halt, da unten ist noch eine. Nein, danke. Ah ja. Jetzt nervt mich der Typ wieder. Sehr gut. Dann machen wir trotzdem noch Folgendes, bevor wir weitermachen. Befrage ich nochmal hier den meinen Lieblingsbob, ob er vielleicht mir die Kanone öffnen könnte. I'll prepare the cannon for you. Danke. Zu gütig. So, ready. Genau. Okay. Oh. Aber ich glaube... Hier muss man dann später erst durch mit einer Shell. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber... da könnte was gewesen sein. Möglicherweise. War hier noch eine rote Münze? Ach, die hatten wir. Stimmt. Ich vergaß. Boah. Sehr gut. Erstmal explodiert. Gut, Chuck hier mitnehmen. Bekanntermaßen gibt es Münzen 74. Okay. Oh, Münzenring. Gut. Sehr gut. Was war hier drüben nochmal? Ach Gott, hier ist eine rote Münze. Ich sehe schon. Aber die ist ganz mittig. Da müssen wir mal geschwind warten.
bis hier die Lava sich beruhigt hat. Und dann gehen wir nochmal hier rüber. Gut. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier die Nummer 5. 5, 5, 5. Okay. Na, das ist Murks. Gerade abspringen. Ja, 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 ja. Ich sehe schon wieder nichts. Ah, es ist hier oben aber eigentlich nichts weiter, ne? Also es sieht zumindest nicht so aus. Nicht wie wenn da irgendwas... Nö. Nö, nö. Anscheinend nicht. Okay. Na, oh, da sind ganz viele Münzen drin. Oh, eine verloren gegangen. Aber die möchte ich gerne noch haben. Danke. 96. Na, okay, das ist okay. Ja, sehr gut. 100 Münzenstern. Here we go. Jetzt, genau, war hier noch eine. Jetzt ist außerdem die nächste Frage. Hier war, glaube ich, auch noch eine, oder? Also da oben war zum Glück nichts weiter, das weiß ich. Die Nummer 6. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was da üben ist. Es kann gut sein, dass da üben auch noch was wäre. Allerdings komme ich da eh nicht ohne Schaden hin. Ist doch weiter nichts, oder? Nö. Das ist schlecht. Das ist minimalst schlecht. Okay, raus hier. Nein! Oh. Okay. Na gut, zumindest haben wir den 100-Münzenstern in petto. Uiui. Doof. Das war doof. Okay, aber wir können noch was anderes machen. Machen wir halt jetzt so rum dieses Mal. Ist auch kein Thema. So. Sehr schön. Einmal hier rüber. Ist ja prinzipiell egal, wie rum man es macht. Hauptsache, man kommt irgendwann mal zu dem Ergebnis, das man haben möchte. So. Okay. Ah, das wollte ich nicht. Aber es ist kein Problem. So. Ah, was mache ich schon wieder? Danke. Da war jetzt nach Ansicht... Nein, das ist definitiv für später. Das ist jetzt definitiv noch nichts, was man machen könnte. Nein! Uiuiuiuiuiuiui. Das war auch sehr, sehr knapp. Aber gerade noch gerettet anscheinend. Na, Moment, da drüben hätten wir noch was. Und dann muss ich mich vielleicht hier... Hä? Aber dann habe ich, dann sind es doch schon 8, oder? Moment. Ja. Hä? Und wo war jetzt vorhin die eine noch, die ich nicht gefunden hatte? Ich blick nicht durch. Na gut. Ist egal. Wir nehmen den Stern. Und verduften aus dieser Lava-Hölle. Here we go. Schauen, was der nächste ist. Ja, ja. Safe. Weiter geht's. Bouncing Metal on Lava Planets. Oh, okay. Dafür brauchen wir jetzt definitiv die Kanone. Dafür ist die gedacht. So. Da geht's jetzt irgendwo hoch, auf jeden Fall. Ja. Geht hier hoch. Jetzt ist nur die Frage: Wo kriege ich Metal her? Aber wenn ich das jetzt so mache, bin ich tot. Das dürfte jedem eigentlich fast klar sein.
Sehr gut. Irgendwo muss doch dann... Sollte es dann eine Metal Cap geben, die man vielleicht verwenden kann. Für diesen Einzel... Ach, oder war das... ich habe eine Idee. Ich hätte da mal eine Idee. Das könnte sein, dass das jetzt... Da drüben ist doch jetzt eine Röhre. Aha. Okay. Ja, dann... dürfte das sogar hier sein. Wenn man keinen Furz machen würde, würde es auch hinhauen. Ja, dafür braucht man dann die Kanone anscheinend doch nicht. Oh Gott, ich sehe schon. Ich sehe ihn. Oh boy. Nein! Uiuiui. Ui, ui. Oh boy, oh boy. Stern? Danke! Here we go. War ja gar nicht so schwer. Tada. Gut. Dann shoot to the tallest pillar. Dann brauchen wir hier für die Kanone. Hm. Hätte das nur erwartet. Aha. Und dann haben wir hier auch eine Flugkappe, die bestimmt nicht dafür gedacht ist, dass wir da oben hinfliegen. So. Ah ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Halt! Nein! Ich war noch nicht so weit. Oh, fuck. Uff. Und tot, tot, tot. Yay, tot. Okay. Also mir geht's da immer so, ich denke, ich bin schon viel zu weit und dabei bin ich noch gar nicht so weit. Und dann passieren solche Sachen. Leider. Obwohl das jetzt eigentlich mehr oder weniger sogar eindeutig war, aber okay. Aber das war schon gut geschossen, auf jeden Fall. So viel ist sicher. Probieren wir es nochmal. Ja. Und schon wieder! Mann! Aber diesmal überlebe ich's. So. Warum mache ich immer so einen Mist? Sagte er und machte schon wieder Mist. Hier eigentlich los? Meine Güte, du. Immer mit der Ruhe. So. Okay. Na klar. Ist klar, ist klar. So. Können wir es nochmal versuchen? Die Kappe hält aber ziemlich lang, Mensch. Ist ja schön, aber bräuchte es für diese Mission eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht. So, genau ausrichten. Sollte klappen. So. Meine Güte. Here we go. Gut. Dann fehlt hier jetzt eigentlich nur noch der Stern, den ich mir denke. Den wir schon... Der Underground Shell Ride. Ja. Habe ich es nicht gesagt, dass hier irgendwas noch mit einer... mit einem guten alten Cooper-Panzer sein wird? Na, logisch. So, und der... Nee, aber dafür bin ich falsch. Hier ist der nicht. No, no. Da müssen wir woanders hin. Ich hoffe nur, dass der Panzer dort auch ist, wo der eigentliche Stern dann versteckt ist. Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr so genau. Und das werden wir gleich... Ja, doch, ist er. So, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Wir haben wieder den schwarzen Panzer. Und nach Möglichkeit möchte man die Kamera so machen. Und nach Möglichkeit nicht in irgendwelches Feuer-Lava-Gedöns reinfahren. Wenn man es hinkriegt, sonst stirbt Mario. Deswegen lieber... Ja, genau. Supi. Gut gemacht. Bin begeistert. Es ist aber auch gemein, ganz ehrlich.
Da springen überall die Lava-Dinger rum und ja, dann soll man es hinkriegen, ne? Ja. Ist auch wieder eigentlich nicht wirklich schwer. Aber ja. So. Halt so, ne? Halt so. So, mal schauen, ob wir hier ums Eck rumkommen nach Möglichkeit, ohne irgendwo anzudotzen. Okay, hier weiter. Anhalten. Gucken. Weiterfahren. Nein! Oh, wo kam jetzt die Lava? Und da war der Stern. Wo kam jetzt die Lava her? What? Das habe ich nicht verstanden. Na gut. So, komm, den einen Stern will ich mir jetzt noch holen in dem Bad. Dann wäre nämlich das geholt und das Level auch soweit abgeschlossen. Dann wäre das eine runde Sache. Dann haben wir nur noch den einen komischen Stern in der extra Bonus, in dem extra Bonus-Level im Level. Und dann könnten wir nämlich diesen Bereich auch schon abschließen. Denn ich denke, als nächstes sollte dann das Bowser-Level folgen. Oder noch maximal ein Level, aber mehr auch nicht mehr. Dann wären wir nämlich soweit mal durch. Und dann käme der letzte Bereich. Das wäre doch schön. Hätte ich gesagt. So, immer wieder mit hochspringen. Die Geschwindigkeit verringern. Das bietet sich hier sehr an. Denn sonst wird man hier viel zu schnell. Was auf Dauer nicht gut tut. Okay. Ich kann hier nur komplett schnell durchfahren, dass dann nichts passiert. Moment, Moment, Moment. Okay, okay, okay. Ja! Gut. Ist doch nicht so schwer, wie ich immer dachte. So, dann haben wir auch unseren Underground Shell Ride mit dabei. Dann ist hier das Ding auch abgeschlossen. Dann... ja. Wie gesagt, haben wir noch den einen extra Spezialstern. Den... ja, ich weiß noch nicht, ob ich den unbedingt machen will beim nächsten Mal. Ich bin mir noch unsicher. Also hier wäre auf jeden Fall das zweite Bowser-Level, das man dann machen könnte, wollte, müsste. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht, bei Paper Mario? Nee. Bei Super Mario 64, The Green Stars. Bis dann und ciao, ciao.